Mit der Nature One kommt internationaler Tanzbesuch in den Hunsrück. Ob die Techno-Fans mehr als Zelt und Isomatte dabei haben, das heißt Drogen auf das Festivalgelände schleusen wollen, prüfen Zoll und Polizei bereits bei der Anfahrt an einer Kontrollstation an der Hunsrück-Höhenstraße. Wir haben also eine Techno-Veranstaltung, die dadurch geprägt ist, dass viele junge Leute auf dieses Gelände wollen. Es ist bekannt, dass diese Leute unter anderem Drogen und auch Alkohol konsumieren. Und wenn wir von Drogen reden, wissen wir, dass hier Amphetamine und auch Marihuana die Vorreiter sind. Und das ist genau das, was wir auch hier im Vorfeld kontrollieren. Die Polizei pickt nach eigenen Angaben insbesondere auffällige Fahrzeuge und das Klientel mit dem typischen Erscheinungsbild der Szene heraus. Interessant sind vor allen Dingen junge Leute, die der typischen Szene zuzuordnen sind, von denen man dem äußeren Erscheinungsbild nach den Eindruck haben könnte, die könnten mit der Sache Drogen oder Alkohol etwas zu tun haben. Zunächst werden die Autos, das Gepäck und die Personen selbst kontrolliert. Außerdem werden Urinproben genommen. Sind diese positiv, folgt vor Ort ein Bluttest, um das Ergebnis zu bestätigen. In dieser Tasche einer Jogginghose finden die Beamten Marihuana, Drogenutensilien und Ecstasy-Pillen. Die Strafanzeige wird folgen. Die Vorfreude auf die Nature One dürfte somit zwei Besuchern aus den Niederlanden getrübt worden sein. Die Trefferquote der Beamten ist erfahrungsgemäß hoch. Kaum einer verlässt die Kontrollstation, ohne positiv auf Amphetamine oder Marihuana getestet worden zu sein. Trotzdem spricht die Polizei von einer Prävention, die anschlägt. Also wir haben über die Jahre feststellen können, dass wir keinen Rückgang haben im Bereich der Drogen oder auch im Bereich des Alkohols. Die Prävention schlägt insofern an, als dass nun mal eben bekannt ist, dass die Polizei Kontrollen im Vorfeld macht und nicht nur diese Kontrollstellen, es gibt auch andere Kontrollen und das hat sich herumgesprochen. Aus unserer Sicht ist es trotzdem umso schade, dass eben immer noch Personen in unsere Kontrollstelle hereinfahren, die leider unter dem Einfluss von Drogen stehen. In Deutschland sind gar keine Drogen außer Alkohol erlaubt. Nur durch den Besitz kann man sich bereits strafbar machen.